Und nun ist es mal wieder Zeit für Assi-Reviews mit Baron Wilhelm von Assi. Heute The Apartment. Jojojo, das ist das geilste Merkel-Spiel, das ich je in meinem Leben gespielt habe. Also, da ist dieser Typ namens Malcolm und der wohnt in einer Wohnung. Ich habe auch schon in einer Wohnung gewohnt. Falls man einen Pappkarton so nennen kann. Und dann passieren da so merkwürdige Dinge. Zum Beispiel hört er Geräusche und irgendwelche Dosen fallen runter. Und immer wieder geht das Licht aus. Bei mir geht auch ständig das Licht aus. Aber nur, weil ich meine Stromrechnung nicht zahle. Und da liegen da voll viele Bücher rum. In diesem Spiel muss man nämlich Bücher lesen. Ich habe ja schon viel gesehen. Ein Maker-Spiel, in dem jemand einen Film guckt. Ein Film über jemanden, der ein Buch über Maker-Spiele liest. Ein Buch gelesen, in dem es um einen Film geht, in dem jemand ein Maker-Spiel spielt. Das war ganz besonders toll. Aber ein Maker-Spiel, in dem jemand Bücher liest. Innovation! Und mit der Zeit verfällt ihm seine Wohnung immer mehr. Und er wundert sich nicht mal drüber. Meine Wohnung verfällt auch immer mehr. Aber ich weiß wieso. Und ich wundere mich auch nicht mehr drüber. Und dann geht wieder das Licht aus. Und das Telefon klingelt. Und dann läuft so ein gruseliger Typ in seiner Wohnung rum. In meiner Wohnung ist auch schon ein gruseliger Typ rumgelaufen. Und das war so. Könnten Sie bitte mit auf die Wache kommen? Und dann klingelt das Telefon und da ist die Polizei dran. Und dann der Polizist so. Sie hatten angerufen? Und dann Malcolm so. Ich habe auch schon die Polizei angerufen und konnte mich da nicht mehr dran erinnern. Mein Gott, war ich da besoffen. Das war so tight. Ich habe sogar noch das Protokoll von dieser Nacht. Er ist eindeutig alkoholisiert und gewaltbereit. Während der ganzen Fahrt zur Wache schwärmt er davon, dass das wie bei Delta Star sei. Sitzt auf der Wache und labert undefinierbaren Quaddel über das beste Maker-Spiel, das er je in seinem Leben gespielt hat. Und seine Wohnung wird immer dreckiger. Und er liest immer mehr Bücher. Und immer mehr komische Sachen passieren. Und am Schluss... Nee, den Schluss verrate ich euch nicht. Das wäre ja gespoilert. Ich bin Baron Wilhelm von Assi. Und jetzt gehe ich mir erstmal einen Job suchen. Hey, wer bist du? Ich bin du. Wer? Na du. Ich bin ich? Nein, du bist ich. Und wer bist du? Na du. Ey, wer seid ihr? Wir sind du. Der da auch? Nein, ich bin er. Und er ist du. Dann bin ich also auch du. Wir sind alle wir alle. Moment, wenn er du bist und du ich bist, wer bin dann ich? Na wir. Ach, macht das unter euch aus. Okay, das ist total unzeit. Aber wenn du ich bist, an welche Zahl denke ich dann gerade? 197. Wow. Cool, an die habe ich auch gerade gedacht. Schnauze. So, wie kriege ich die drei Spinner hier jetzt wieder weg? Ah, Mann, was ist denn das Gegenteil von Klon? Clan? Mann, keine Ahnung, die brauchen Duden. Mensch, gibt's in diese verkackten Modo keinen einzigen Duden, ey? Vielleicht soll ich mal Dan vom Klon fragen, der weiß doch so viel. Und ich probier's mal anders. Hokus Pokus Verschwindibus. Hex, komm Hawaii Kartoffelbrei. Ach, leck mich doch am Arsch.